Leute, hello back zu einem neuen Video von mir. Ich sehe wieder so schrecklich aus, weil ich leider krank geworden bin. Entschuldigt mein Face, entschuldigt, wenn ich zwischendurch husten muss. Ich habe auch ein wenig Fieber. Aber seit heute, bei mir heute, ist Paleo Pines spielbar. Und ich dachte, das spielen wir gemeinsam mal an. Also ich denke nicht, dass daraus ein Let's Play wird. Allerdings, wenn es mir sehr, sehr gut gefällt und anderen vielleicht auch, könnte es ein Let's Play neben Fayfam werden. Aber vielleicht ist es auch nicht so toll und dann bleibt es bei einem oder zwei Videos im Sinne von angespielt quasi. Und deswegen starten wir jetzt mit Paleo Pines. Ja, ich wollte auch gemeinsam mit euch das erste Mal rein und das tun wir jetzt auch. Ich habe mir ein paar Videos und Streams angeschaut. Ich wollte es aber mit euch zusammen machen quasi und deswegen gehen wir jetzt in Paleo Pines rein. Bei mir ist es gerade übrigens Dienstag, 18.37 Uhr. Ich musste heute von der Arbeit zu Hause bleiben und habe auch bis jetzt gebraucht, mich fit genug zu fühlen, das Video überhaupt aufzunehmen. Aber ich wollte es mir am ersten Tag, wo es draußen ist, nicht nehmen lassen, das zu filmen. Und auch mit dem einen oder anderen zu teilen. Bin echt gespannt. Ich weiß nur, man hat am Anfang einen Dino namens Lucky. Und ja, arg viel mehr weiß ich tatsächlich nicht. Ich hoffe, ihr hört alles gut. Ich bin hier noch an den Settings. Wait a minute. Okay, wir legen los. Einstellungen können wir mal kurz reinschauen. Nee, lassen wir erstmal so und starten in ein neues Spiel. Yes, einen Avatar kreieren. Da werde ich auch wieder spulen, keine Sorge, ich möchte halt süß aussehen, as always. Nicht, dass ich in echt süß aussehe, aber in den Spielen möchte ich halt cute aussehen. Augenfarbe ist braun. Hä? Okay, Augenfarbe, Haarfarbe. Hier jetzt, kommen wir doch in meine Area. So schwarz sind sie nicht, so ist okay. Okay, Frisur. Ach, kurze Haare war noch nie mein Ding. Also, das ist schon cute, ist schon sehr cute. Ja, lassen wir gleich das, machen wir kein großes Ding draus. Das große Ding werde ich aus der Kleidung machen. Das ist auch irgendwie meins, das finde ich sehr cute. Pulli ist immer gut. Und das war's schon mit den Oberteilen? Nein, das vielleicht? Jetzt. Ich fand eigentlich ganz cute. Da gibt es schon noch mehrere nämlich. So ein weißes Hemd ist cute, so eine grüne Hose. Ja, ich finde das süß. Oh, es gibt Kleider. Okay, wir sind jetzt bei den Schuhen. Was hat die für komische Füße? Lol. An die blauen Schuhe oder braune? Ja. Come on. Ja, ist Ivory. Eigentlich Ivory Paw. Eigentlich egal. Passt schon. Das Licht ist mir ein bisschen zu kühl. Ich mache das gerade mal ein bisschen wärmer. Okay, ich habe jetzt noch ein paar Licht, ein bisschen Grading vorgenommen. Hat nicht so gepasst mit dem Licht, hat mir nicht gefallen. Jetzt endlich, I'm sorry, let's go. Nun, vielleicht nicht genauso, es ist ein bisschen heruntergekommen, aber du hast recht, wir kriegen das schon hin. Halte B gedrückt, um abzusteigen. Puh, es war ein langer Tag, aber wir sind dran geblieben. Gut gemacht, Lucky. Drücke A, um Lucky zu streicheln. Cute. Mit X öffnet man das Inventar. A, nehme ich es in die Hand und biete es Lucky an. Was war das jetzt? Saftiger Popin. Hab keinen mehr. Okay. Nun, ich habe sie nicht alle gegessen. Und weg. Was hast du gefunden, Lucky? Oh, es sieht gemütlich aus. Genau wie dein alter Schlafplatz. So, das ist ein Traumstein. Ah ja, Traumstein. Wo schlafe ich? Was soll ich jetzt machen? Ich brauche eine Anweisung. Was mache ich jetzt? Ah, nice. Man kann die Kamera mitdrehen. I like. Kann ich nicht schon ein bisschen was sammeln? I guess not. Ist das mein Haus? Okay, Lucky, I need your help. Lucky, komm mit und helf mir. Lucky kann mir helfen. Süß. Holz, Fass und Frühlingszwiebeln zusammen. Gute Nacht, Lucky. Diesmal aber wirklich. Tagebuch schreiben? Nee. Schlafen gehen. Schon süß.
Siehst du, Owen, manchmal muss man einfach den Spuren folgen und schauen, wohin sie uns führen. Ich war verrückt. Mari, siehst du das? Ich sehe es, aber ich glaube, meine Augen spielen mir einen Streich. Das ist das. Ein echter Parasauro. Das. Ein echter Parasaurolophus. Fuss, Fuss. Ihr Name ist Lucky. Sie ist eine echte Schönheit. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es die Eile wert ist. Als ich die Spuren zum ersten Mal sah, wollte ich gleich lossprinten. Aber ich habe mich zurückgehalten. Ich sagte mir, Mari, nicht ohne Owen. Selbst wenn er eine Stunde braucht, um seinen Kram zusammenzusuchen. Haha, das war doch keine Stunde. Nein, du hast recht. Eher zwei. Vorbereitung ist die halbe Miete. Mari, jedenfalls ist es mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Und deinen Parasaurolophus. Wir haben keinen mehr gesehen seit... Eigentlich haben wir noch nie einen gesehen. Noch nie? Oh oh, du bist doch nicht nach Paleo Pines gekommen, weil du auf Herden von Parasaurolophus gehofft hast, die durch die Hügel galoppieren. Soll wohl welche geben, okay. Ja, und Moment, du hast doch vor, hier einzuziehen, nicht wahr? Ja. Ja, neue Nachbarn. Hier, ich habe auch etwas für dich. Eine Tasche voller Futter für Pflanzenfresser. Very good. Mehr habe ich nicht dabei. Außerdem sieht dieser Parasaurolophus sehr hungrig aus und ein Journal schmeckt nicht besonders. Du wärst überrascht. Das gehört zu den besten Futtersorten für Pflanzenfresser, die man kaufen kann. Frisch von Corlins Rarität im Überfluss. Wenn du mehr davon oder etwas anderes suchst, schau in Pebble Piazza vorbei. Das ist nicht weit weg und da gibt es alles. Schau unbedingt bei Marlow vorbei. Er wird dir alles besorgen, was du brauchst, um diesen Stall und den Rest der Farm zu reparieren. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und viel Glück beim Einzug. Ja, viel Glück und vertrau mir. Dieses Journal wird dein neuer bester Freund. Der zweitbester Freund. Also dann, tschüssi. Drücke Minus, um das Journal zu durchsuchen. Lucky benötigt Aufmerksamkeit. Ja, come on. Lucky, sollte dich füttern. Ja, guck mal. Okay, now. Kann ich jetzt auch irgendwas mal wegräumen von dem Schutt alleine? I mean, müsste doch möglich sein. Es sieht hier echt schlimm aus, Mann. Hier wohne ich. Okay, got it. Dann gehe ich halt alleine. Okay, A gedrückt halten. Ist okay. Jetzt schauen wir mal, was wir so entdecken können. Was wir kaufen können, was wir bräuchten. Ja, jetzt mal schauen, ob wir von den Leuten, die uns gerade angeraten wurden, auch welche finden. Wäre cool, wenn das so wäre. Kann ich wahrscheinlich nach neuen Dinos Ausschau halten. Die Musik ist so angenehm im Hintergrund. Ich habe keine Flöte. Ich brauche doch so eine Flöte. No. Ich glaube, ich muss jetzt zuerst mal Menschen finden. Is that possible? Menschen und keine Dinos. Ich will eigentlich gerade in die Stadt, aber ich weiß halt nicht, wie ich da hinkomme. Da oben, oder? Safe. Da muss ich einmal außen rum. A Bridge. Ich will in die Stadt. Ich will mit Menschen sprechen. Also ich finde mich hier jetzt nicht so gut zurecht. Ich muss gleich nochmal schauen, ob es an der Karte lag oder an mir. Wenn man halt von Fae Farm kommt, ne, wo man überall drüber und drunter und weiß ich nicht, hier buggt es irgendwie übel. Beziehungsweise komme ich halt gar nicht weiter. In keiner Hinsicht. Ich möchte schon überall einfach auch lang können. Gerade am Anfang ist sowas, finde ich, voll wichtig. Du checkst es doch sonst einfach nicht. Geht's natürlich auch nicht weiter. Bin ich jetzt irgendwie bald bei den Menschen? Also, was soll's? Karte öffnen. Aber die zeigt einem halt nichts an. Bin ich jetzt blöd? Ich glaube, ich muss einfach ganz weit nach unten laufen. Aber ist das unten? Ja, das oben, obviously. I don't get it. Bin ehrlich. Ich wollte ja eigentlich auf die andere Seite des Flusses. Oh, du bist cute, aber ich habe diese Flöte noch nicht, mit denen man zähmen kann. So, okay, jetzt langsam sehe ich dann doch Häuser. Oh, how cute is the baby? That's so cute. Da kommen wir nicht hoch. Muss das sein? Wieso komme ich da eigentlich nicht hoch? Ich habe einen Dino unter mir. Ich sollte doch wohl da hochspringen können, Leute. Oder? Das finde ich nervig, bin ich ehrlich. Da, wohl, da steht doch einer. Finally, oh my god. Is that Agami? Ah, bist du das... Schnäuzelchen, das vor kurzem auf die alte Farm gezogen ist. Willkommen in Paleo Pines. Dieser Ort braucht eine Renovierung, wie eine Vuerhosaurus Wassermelonen braucht. Ich bin Agami, aber alle hier nennen mich nur Oma. Oh, das ist süß. Du bist bestimmt auf der Suche nach Pebble Plaza. Komm, die alte Oma stellt dich der Nachbarschaft vor. Oh, bitte, ja. Wie auch immer, dein Reittier muss hier draußen bleiben, auch wenn es ein Parasaurus blablabla. Blablabla. Geh ich runter. Tut mir leid, Lucky. Ich bin nicht lange weg. Warte schön hier. Of course. Hier entlang, bitte. Gut, dass man hier so geguided wird. Wirklich, ich wäre lost. Komplett lost. Ich sag's euch, wie es ist. Da wollte ich hin. Yes, yes. Aber ich wahrscheinlich habe ich gar kein Geld. Match.
I'm sorry, ich muss kurz meinen Partner bitten, dass er mir noch einen heißen Tee macht. Ey, mein Hals, Leute. Okay, Schluss mit Jammern. Weiter mit Paleo Pines. Agami, willkommen in Pebble Plaza. Wenn wir es nicht haben, brauchst du es auch nicht. Oder eher, wenn wir es nicht haben, hast du Pech gehabt. Ha, zumindest bis der Weg nach Devilwood wieder frei ist. Aber um dieses Problem kümmern wir uns ein anderes Mal. Wir haben genug. Pebble Plaza ist ein Ort zum Sammeln und Handeln. Wenn du Nutzpflanzen, Samen, Holz und Stein hast, wird dir jemand dafür etwas geben. Außerdem kannst du hier alles gegen Muscheln eintauschen. Wir benutzen sie als eine Art gemeinsame Währung. Okay, Muscheln sind die Währung dort. Hier hast du ein paar. Nutze sie, falls du etwas siehst, das dir gefällt. Optisch ja nett. 250. Mal schauen, was das Zeug kostet. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Ha. Das ist Corlin. Das ist ein Kerl. Sieht aus wie eine Frau. Wenn du etwas Bestimmtes suchst, ist Corlin die beste Anlaufstelle. Er hat alles von Blumen bis hin zu faserigen Gedöns. Kurz, by the way, wie cool oder wie normal sollte es sein, aber wie sehr freut man sich über Black People in... oder überhaupt so einen Game, wo die Menschen, die Figuren so diverse sind. Das feiere ich so arg. Und ich bin so glücklich, dass wir langsam in so eine Richtung kommen, wo das immer öfter vorkommt. Gefällt mir richtig gut. Da kriegt von mir jedes Spiel Pluspunkte. Gesprächig ist er nicht gerade, aber ganz nett. Und seine Auswahl kann sich sehen lassen. Und rechts von mir siehst du Marlo. Marlo, komm doch mal und sag Hallo. Marlo, Jesse Ivory ist gerade in der alten Farm im Tal eingezogen. Ich habe davon gehört. Nettes Plätzchen. Schön, dich kennenzulernen. Marlo ist unser... Waldarbeiter. Er kümmert sich um die Bäume hier. Nicht nur das. Er kann so ziemlich alles aus einem Stock oder Baumstamm bauen. Wir nennen ihn auch den Kiefernkönner. Niemand nennt mich so, aber ich gebe zu, dass ich handwerklich ziemlich geschickt bin. Wenn du etwas brauchst, sag nur Bescheid. Auch wenn ich ohne meine Werkzeuge leider nicht so viel ausrichten kann. Ich muss zu Marlo, auf jeden Fall. Wo wir gerade dabei sind, weißt du schon irgendetwas Neues über den Weg nach Devilwood, Oma? Hab nicht nachgeschaut, aber man würde uns sicher informieren, wenn sich etwas ändert. War jedenfalls schön, dich kennenzulernen, Jesse Ivory. Da du die alte Farm wieder auf Vordermann bringst, kannst du die hier sicher gut gebrauchen. Glückwunsch zum Einzug. Hacke, Schaufel, Gießkanne, einfach so. Starke Wurzeln sprießen reife Früchte. Ach, Marlo. Immer wenn ich denke, dass du nicht netter sein könntest, übertriffst du dich selbst. Hab noch einen schönen Tag. Aber jetzt sollte ich mich erst einmal auf den Weg machen. Schau bei meinem Stand vorbei. Ich habe bestimmt etwas für dich. Ich freue mich. Guck ich mal so ein bisschen rum, würde ich sagen. Karottensamen. Okay, was verkauft sie? Karottensamen? Ja, und wie viele? Okay. Denn? Hallo, ich wollte mit dir reden. Hallo. Hallo. Red doch mit mir. Warum kann ich mit dir nicht reden? Ich bin Corian. Schön, dich kennenzulernen. Na, was darf es sein? Kaufen, verkaufen, wonach steht dir das Sinn? Geld habe ich stehen. Pflanzenfresser, okay. Ja. Okay, dann hier. Dann alles noch nicht, ne? Aber okay, bei ihm kann man echt coole Sachen dann. Hm, wer fehlt jetzt noch? Danke. Den Salbei-Tee einfach. Schade auch, dass hier nicht Sachen rumliegen, die man so aufheben kann und dann hat so. Kann ich mit den Sachen, die ich jetzt schon habe, einen Weg freiräumen vor meinem Bauernhof? Nun, sagen wir einfach, sie ist ein bisschen renovierungsbedürftig. Ich will ja nicht prahlen, aber Renovierung ist eine Spezialität. Ja, begleite mich zu dem Haus. Safe. Jawohl, der kommt mit. Der Profi. So. Wow, die alte Farm. Da werden Erinnerungen wach. Ich fühle mich ein wenig schuldig, dass sie so verkommen ist. Wenn du nur sehen könntest, wie es sie früher ausgesehen hat. Aber genug der Nostalgie. Mal sehen, wie schön dieser Ort wieder werden kann. Am besten fangen wir klein an. Vielleicht mit Luckys kleiner Zuflucht? Lass mich mal einen genauen Blick darauf werfen. Würdest du in der Zwischenzeit ein paar Zaunpfosten suchen? Sie sollen hier irgendwo herumliegen. Gerne. Gib B, um ihn aufzuheben. Ja, dann dreh dich halt auch hin. Yes, einer von vielen. Thank you.
Verwende dein Inventar, um einen Zaunpfahl auszurüsten. Kann ich jederzeit verschieben? Okay. Ruf mich einfach an, wenn du Hilfe brauchst. Dankeschön. Bye, bye. Now? Kann ich echt gar nichts einsammeln? Werkzeug. Eine Schaufel, oder? Mache ich hier mal ein paar Löcher, dann kann ich was einpflanzen. Why not? Eins noch? Hey! Was haben wir? Frühlings. Mal zwei. Warum nicht? Why not? What's the problem? Man kann nicht da nichts pflanzen. War das jetzt umsonst? Aber mit der Hacke muss ich doch was machen können. So richtig verstanden habe ich es nicht. Sehe ich dann hier nirgends meine Aufgaben? Eigentlich. Bin vielleicht auch ein bisschen zu müde, um jetzt gerade noch was zu checken. Bin sehr erschöpft, wie gesagt, ich bin ein wenig krank. Weiß nicht, was ich da pflanzen soll. Ich gehe jetzt nochmal zu meinem Lucky. Hi, Lachs. Kann ich Lucky füttern? Guck mal. Blickt das Ganze noch nicht so doll. Und ich denke, das soll jetzt ja auch nur mal ein kleines Angespielt sein. Und da ich jetzt noch lange nicht alles angespielt mal habe, so die ersten Steps, werde ich zwar das Video an dieser Stelle beenden, aber ich denke, es wird ein zweites Angespielt kommen und schon ein bisschen mir ein bisschen besseren Überblick verschaffen, weil so ist so random rumrennen, da hat keiner was davon. Deswegen, und auch weil ich krank bin, beende ich an dieser Stelle das Video. Und ich werde jetzt Paleo Pines als erstes hochladen und dann wieder Fae Farm Part 5, damit es nicht so in einer Row erscheint. Ich würde sagen, wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, würde ich an dieser Stelle das Video beenden. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, falls es bei euch abends ist. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Bleibt gesund und tut Dinge, die euch gut tun. Und guckt nach euch, wenn ihr krank seid. Kümmert euch um euch selber, kümmert euch auch um die Menschen, die ihr liebt. So deep sollte es jetzt eigentlich gar nicht werden, aber irgendwie kam das jetzt so aus mir raus. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Okay, bye bye.